Meine Güte. Wehe, wir fangen wieder von Anfang an. Wenn der Kerl so langsam durch die Gegend schleicht, dann dauert das immer stundenlang. Ah, immerhin. Folgen Sie Bad Bug, um etwas gegen ihn in der Hand zu halten, ohne entdeckt zu werden. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Das sieht aber auch unsportlich aus, muss man ja sagen. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Total versteckt. Niemand sieht mich. Mann, du bist irre. Ah, okay, die sieht mich doch. Hör auf zu fluchen, Mann. Ganz gesetzt. Das war knapp. Was war das? Weiß ich nicht. Da war doch nichts. Hat noch nie gevögelt. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Was läuft denn da lang? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Pause. Was ist los? An die Arbeit. Sehen nämlich gleich auch, ja, ne? So ziemlich. Jo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht? Was geht, Wies? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, yeah, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Hast du einen Gang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen habe, werde ich dich nicht vergessen. Na, der hat ja Vertrauen in sich. Ich hoffe mal, ich werde überleben. Das wäre ganz cool. Wahrscheinlich ziemlich dämlich gerade, aber es funktioniert. Darf sich halt nur nicht umdrehen. Lalala, lalala. Ich randaliere hier rum. Das interessiert ihn nicht wirklich. Okay, das ist vielleicht ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Och Mann, ich will die alle niederschnetzeln gerade mal, damit es ein bisschen einfacher wird. Tja, tja, tja. Aber wir kriegen das schon hin. Mal gucken, wo wir wieder... Okay, wieder von hier vorne. Das wird also absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren ja, dann mach doch. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht. Warum rennt der auch hier so quer einmal durch? Kann er sich nicht entscheiden? Hat er schlechten Orientierungssinn oder was? Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Ja, da vorne hin. Nein. Da so. Es hat nämlich eben gerade super funktioniert, muss ich ja sagen. Hat noch nie gevögelt. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Tja, tja, tja. Wunderschön, wunderschön. Haben wir doch alles nie gehört. Ja, ist hier noch irgendjemand? Bestimmt. Ich weiß, Sie haben ein Problem, ich kann helfen. Big B im Anmarsch! Was geht, Wies? Kann ich mal. Wir sind zu jemand, der auch mal verschuldet war, so wie Sie. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich bin ganz Mensch. Hast du einen Gang? Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Wo kann ich denn immer hingehen am besten? Die Geschäfte machen sie bald mit mir, wenn ich das Sagen hab. Soll ich hier denn durch? Weil da... Na gut, ich könnte theoretisch über den Zaun kommen wahrscheinlich. Oder wie sieht das aus? Weil gilt hier... Okay, ich würde gerade sagen, der Baum gilt aber nicht als Versteck. Was heißt, der geht gleich verloren? Ey, der ist nur ein paar Meter entfernt. Das passt schon. Ja, mal nicht so ein Drama hier. Ist doch alles tipptopp. Ich weiß gar nicht, was der hat. Der rennt echt hier im Kreis.
Ich bin der beste Beschatter von Welt. Mich wird nie jemand hier entdecken. Rabbit, was geht? Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, Bee. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Tja, das werden wir. Explodiert der Kerl gleich oder warum steht er so? Achso, der rennt weg. Ja. Muss ich den jetzt immer noch beschatten oder was ist da los? Ja, ne? Verdammt, was geht ab? Nichts, Bee. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber verfickt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Da ist aber keiner rein, Bee. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Okay. Wer besser? Folgen Sie dem Bug mit Hilfe von Kameras? Ja, dann machen wir das mal. Wo ist die Kamera? Hallo? Hallo, Comedy. Ja, ich weiß. Ich hätte nur gerne eine Kamera hier, die ich beschatten kann. Da ist doch eine. Ah, das ist die nächste. Okay. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, Bee. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ach, Mann. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, was machst du denn, Mann? Okay. Ich habe einfach mal das gedrückt, was da so zu drücken war. Na, von daher. Wenn ihr das Schwein seht, knallt ihn ab. Dann raus, Wies. Ihr macht das. Helfen Sie Rabbit bei der Flucht. Wäre besser wahrscheinlich. Warte. Wie komme ich wieder raus? Hallo? Rufen Sie Rabbit an. Hallo, Rabbit, wo bist du denn? Sag mal, wie komme ich hier wieder? Ach da, es muss hier drinnen bleiben. Wer bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Bricks? Okay, bring mich erstmal hier raus, dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Sehen die mich jetzt alle? Verdammt. Das nimmt kein gutes Ende. Ja, das wissen wir dann noch nicht so ganz. Was muss ich genau jetzt machen? Drücken Sie C, um Rabbit zu sagen, wohin er sich bewegen soll. Ja, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Sonst wird schwierig. Ich will nicht sterben, Mann. Wo soll er sich denn hinbewegen? Jetzt, los. Okay. Okay, ist da vielleicht falsch. Ah, oh, gerade so. Bewegung. Das klappt nicht. Das ist auch interessant. Jetzt so als Mission mal. Also ein bisschen Abwechslung. Vorwärts. Ja. Füß dich also zurück vor. Und der Rebel, warte. Scheiße. Kommt er trotzdem weg? Boah. Du ganz? Ich muss sofort dahin und mich um diese Typen kümmern. Habe ich das jetzt komplett falsch gemacht? Oder sollte das sogar so sein? So, die sind jetzt alle abgelenkt, ne, da hinten. Kann ich einfach so wegrennen. Sollte kein Problem sein. Lalalala, das Gebiet ist ja gleich verlassen hier. Zumindest von mir. Oder welches Gebiet ist da gemeint? Nein, nicht die Waffe. Ja, ist ja ganz nett. Oder soll ich das zur anderen Seite hin verlassen? Oder was ist da los? Ach nee, hier, okay, das Gebiet. Alles klar. Dann machen wir das doch. Okay. Dieses Fußvolk bedeutet Iraq nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Huch. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Iraq nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angehen.
Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen festgefahren hier. Unwesentlich, muss ich ja zugeben. Aha. Haben wir neue Skillpunkte? Oh ja. Lass mich doch mal raus hier. Das ist doch... Wer parkt denn so, bitte? Auch hier wieder die Texturen mal vollkommen murks. Schatz Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buhu. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da. Der Kerl hat auch so einen leichten Schaden, ne? Muss man dir mal sagen. Ach ja, das macht ihn sympathisch, also auf eine seltsame Art. So, das wäre der nächste Auftrag hier. Ja, mach ich den jetzt? Ich bewege mich dazu zumindest mal in die Richtung. So. Au! Sagen die Bäume, halten auch echt eine Menge aus hier. Ja. Tja, ja. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Geschichte des Spiels insgesamt eigentlich sein soll. Ich meine, klar, wir sehen ja unseren Fortschritt. Aber es ist scheinbar schon eine Menge zu sein. Uah! Ich meine, ist auch nicht verkehrt. Und trotzdem muss ich sagen, so mega abgefahren. Geil finde ich die Erzählweise hier des Inhalts jetzt auch nicht unbedingt. Ist letztendlich auch immer alles recht ähnlich. Und viele der Gespräche finde ich gerade, wenn man die mehrfach hört, finde ich die nicht wirklich spannend. Oder finde ich die... Ja, ist mal ganz nett, was da alles so passiert, aber vielleicht ist es einfach nicht mein Genre an Spiel mit... Also, ja, was heißt Spiel, aber an Geschichte vielmehr. Mit den ganzen, hier irgendwelche Gangster und was ich was. Also, ist jetzt weder, dass ich die einen besonders cool finde, noch dass ich mit den anderen besonders viel Mitleid habe. Huch, sorry, mit denen vielleicht am meisten sogar. Obwohl die gar nichts in der Geschichte gemacht haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, was für eine Geschichte. Mag an mir liegen, keine Ahnung. Yeah. So, aussteigen. Ungeladen. Bestimmt wieder ein neuer YouTube-Kanal von Ungespielt. So, schwupps. Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackratten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis hießen. Dann los. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Ja? Sie haftet. Cool, oder? Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfressen. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so. Ja. Genau so eine Art
Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. John. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Fuck. Der Typ ist super. Ich finde ihn gut. Der hat so einen leichten, dezenten Schaden. So, zerstören sollen wir das? Bitte schön. Unkonventionelle Sprengvorrichtungen. USVs sind ferngezündete haftende Sprengvorrichtungen. Warum auch immer die den USV heißen. Drücken Sie eine USV oder USV im Waffenhand aus, halten Sie G gedrückt, um damit zu zielen, und lassen Sie los, um sie zu werfen. Was? Achso, Waffenrad, nicht Waffenhand. Alles klar. Drücken Sie Leertaste, um einen Wurf abzubrechen. Halten Sie G, um die USV zu zünden. Unbenutzte USVs können Sie mit E wieder aufsammeln. Ja, ist ja schön. Das ist falsch. Wow. Da, USV, USV, wie auch immer. Haftet das dann, ne? Boing. Und Konfetti! Das ist doch schön. Tja, und jetzt haben wir was zerstört. Hier, komm, fahren wir noch mal ein bisschen Moped. Nein, aufsteigen. Das beschleunigt aber ganz flott. Oh, das hat zu spät. Sienna Brick Factory. Da wollen Irex Männer Bettberg umlegen. Hi. Okay. Ich lege einen wieder zu früh. Oder zu spät. Irex wird davon hören, Bettbergs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Warum sollten die sicher noch laufen? Gut, dann machen wir das anders. Hier wird bestimmt noch eine Ballerei stattfinden, glaube ich doch sehr. So. Irek hat die Beast in zwei Gruppen eingeteilt. Wir halten seinen Scheiß am Laufen und haben zwei Auswege. In die Kiste oder in den Knast. Aber sein engster Kreis da oben. Die sind dicker, Mann. Die haben einen Fluchtplan. Die haben das Geld und die Geheimnisse. Und kümmern sich einen Scheiß darum, was mit uns passiert. Ich muss da irgendwie rein. Wo sind denn die Überwachungsvideos, die wir hier finden sollen? Das ist Munition. Aha. Machen wir es halt so. Pierce, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Ja, geil. Und jetzt müssen wir auf diesen kleinen Bildschirm starren da. Anscheinend nicht mehr. Bereiten Sie einen Hinterhalt für die Viceroy-Killer vor. Wo jetzt genau? Hier so? Da muss jemand regelmäßig parken. Hier vorne so? Okay, unsere Zeit läuft runter. Hier, komm. Haftbombe ist super. Ja, was soll ich denn noch machen hier? Ich klappe die Dinger mal hoch, warum auch immer. Wahrscheinlich, um eine schönere Schießerei dann nachher machen zu können. Ich habe keine Ahnung, was ich alles noch machen soll. Mehr Reifenspuren. Die Autos kommen von beiden Seiten. Das ist eher uncool, sag ich mal. Was soll ich jetzt genau machen? Bereiten Sie einen Hinterhalt für die Viceroy-Killer vor. Das ist schön. Ich weiß auch voll, was ich hier machen möchte. Was sagt er? Hä? Schwachstelle erkannt.
Sprengen? Ja, hier kann ich eine Menge sprengen, aber was... Ein Aussichtspunkt finden. Ich habe aber doch keine Bomben, keine anderen. Ich habe keine Dingsbums hier. Leider. Keine anderen Geschichten hier. Schwupps. Ist das vollgebracht? So, wo ist ein schöner Aussichtspunkt? Hier oben wahrscheinlich nicht. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Kran hier anmachen. Ah, elektronische Teile. Ich werde jetzt sowas von scheitern hier. Ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe keinen guten Aussichtspunkt. Warum bin ich jetzt hier in der Kamera drin? Wollte ich da etwa hin? Gut, benutzen wir die halt mal. Lalala. Dengel. Ah, schön. Das ging aber fix. Aber warum hatte ich trotzdem nur eine von den... Na gut, ich hätte mir mehr herstellen sollen von den Teilen. Sind da noch welche? Genau, da unten stehen noch andere. Das ist das Problem. Achso. Ich hätte gerne... Warum läuft jetzt hier Musik? So ganz passend ist es ja nicht. Sag mal, was hat er da für einen Kollegen da unterwegs? Finde ich nicht gut. Ah. Hier kann man den zumindest stören, aber... So wirklich viel habe ich davon auch nicht. Außer, dass ich hier auf den Kerl schießen kann. Granate. Haben die sich jetzt gegenseitig getötet oder was? Oh, oh. Ja, und jetzt? Ach, da ist noch jemand. Hi. Hier haben wir den auch. Sehr schön. Kommen sie raus, Mann. Anders. Aber soll man sich wegen der Musik jetzt hier wie in einer coolen Gangsterschießerei fühlen oder was? Ich hoffe mal nicht. Oh, so ein Kopfschuss. Sehr schön. Sehr schön. Aha. Oh, noch einer. Es gibt ordentlich Erfahrung. Und ich sollte überleben wahrscheinlich. So, Deckung weg. Jetzt erst. Ist da noch jemand? Einer ist da noch. Kollege, wo bist du denn? Hallo? Jo. Wo ist der Kollege denn? Na, gehen Sie mal weg. Vielleicht ist da was im Weg. Manchmal ist es durchschlagend. Also manchmal eher selten. Guck mal. Tja, so nett. Schöne Auto hier. Ach, da ist das Telefon. Hallo? Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Ja, einer steht da noch. Und jetzt? Kommt er noch. Dann spricht er mit Iraq. Und Badbug wäre so gut wie tot. Hier, da muss ich aber mal weg hier, ne? Ich hätte gern... Ach, das ist ein hier Moped. Ein Motorrad. Dann machen wir es halt so. Rum.